So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ein Königreich für einen Hammer. Das Action Game. Und wir sind jetzt gerade hier irgendwo und müssen Patscha folgen. Vielleicht ist er jetzt schon, da hinten ist er, okay. Ich hab jetzt gedacht, weil ich ja jetzt kurz Pause gemacht hatte, um nachzuschauen. Also den Aufnahmeordner zu gucken und zu testen, ob alles gut funktioniert hat und den Ton und so. Ich muss das halt separat aufnehmen. Ich habe jetzt gedacht, dass der vielleicht schon im wahrsten Sinne des Wortes überall wäre. Wäre. Das ist ein Lama-Gehege. Hä? Hopp. Hm. Ich bin nur die Dekoration. Hä? So. Hä? Wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht da. Muss ich gar nicht umdrehen. Oh! Oh Mann. Lauf doch. Hä? Vor allem, das hört man bis hier hinten sein. Hä? Oh. Okay. Hä? Sind eigentlich in jedem Kapitel 55 Hä? Münzen zu holen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hä? Hm. Mhm. Hm. In der Tat. Sind wir weg oder wie? Hm. Okay, ich glaube, er ist weg. Da ist ein Geheimnis, da geht's weiter. Powertrank. Aber sonst ist hier anscheinend nichts. Okay, dann ab ins Geheimnis. Okay, warum gab's jetzt einen Powertrank? Oh, ein Vampi. Ein Vampi? Warum habe ich gerade Power gegeben? Was soll denn das? So, voll aufgeladen. Hallo Isma. Ah, Costco. Mal sehen, ob du mit meinem Bombenzaubertrank fertig wirst. Ach nein, der wird dich nicht in eine Bombe verwandeln. Er wird dich umbringen und du wirst tot sein. Tot, tot, tot. Kontrollpunkt. Also ihre Stimme ist hier echt ungut. Muss man ja sagen. Sie passt irgendwie nicht. Also, wenn man die Originalstimme erkennt, dann ist das ein bisschen merkwürdig gerade. Komm! Du willst dich Endgegner nennen, Isma? Du talkst doch nicht. Tschüssi. Einen wunderschönen Tag noch und wir begeben uns jetzt in den Dschungel. Oh, eine Münze, ne? Eine Münze. Aber wir haben beide Geheimnisse. Und einen Vampi. Und auf in den Dschungel. Dschungelnacht, Kapitel 1. 35 Münzen. Los geht's. Was willst du denn? Was? Für mich? Hä? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hau ab, du nervst! So, ihr habt es jetzt leider wieder nicht gesehen. Aber da war eine Zwischensequenz und was da passiert ist, Cusco hat eine Nuss von einem Eichhörnchen bekommen und er hat die Nuss dann dem Eichhörnchen an den Kopf geworfen. Cusco war eine Eichel. Wo man eine Eichel im Dschungel herbekommt, fragt mich nicht. Aber vielleicht würde das etwas erklären, also diese Sequenz von dem, was gleich passiert mit dem Eichhörnchen. Aber ich weiß ja nicht mehr genau. Hallo. Ich kann nicht
Rette mich, mein Freund! Eine Spinne kannst du töten, indem du Rolle oder Power drückst. Die Spinne dreht sich dann auf den Rücken und du kannst mit einer Sprungattacke auf ihren Bauch springen. Oh, Eier, das war nicht nur unheimlich, das war grotesk. Wo ist diese Stimme her? Kennt man doch. Man kennt diese Synchronstimme. Ich weiß gerade wirklich nicht woher. Leider. Ich würde es sehr gerne wissen. Hallo. Ach du. Gibt es hier irgendwo... Oh Mann. Ich sollte echt aufpassen, wo ich hinlaufe. Weil das sehe ich nicht immer so gut. Ist noch ein. Bäh! Heilung. Noch mehr Heilung. Was ist das überhaupt? Ist das so ein königlicher Kamm, oder? Kein Topf, kein was auch immer, kein Gefäß, Urne oder Vase, es ist ein ganz normaler Stein. Allerdings irgendwie in so einer Form wie die Gefäße davor. Warum ist unsere Poweranzeige so niedrig? Na gut, das ist eigentlich irgendwie. Da geht's wieder zurück. Bald doch deine Nüsse bei dir. Kontrollpunkt. Aua. Ja, genau. Weil Wasser ist auch so schlimm. Wie sind das denn synchronisiert? Gut mit Power. Hätte auch eine einfache Rolle sein können. Bei den Statuen waren es auch normale andere. Ist fast gehabt. Ach so, jetzt müssen wir diese Statue zusammenbauen. Ja, ja, nimm doch. Und drauf. Münzen. Massenweise. Und hinein. Mal gucken, was es da gibt. Ein Kontrollpunkt. Aber sonst nichts Besonderes. Kontrollpunkt. Beziehungsweise jetzt noch nicht. Oder müssen wir irgendwas geben? Mussten wir hier überhaupt hin oder konnten wir noch woanders fahren? Weil diese Dornensträucher, da kriege ich ja Zustimmung. Also da müssen wir rüber. Wo muss das Eichhörnchen? Das Eichhörnchen. Achso, wir müssen den... Genau. Ach, gib doch die Ballon. Es ist doch nur ein Ballon. So. Gibt es hier irgendwo Powertank oder soll ich das ohne machen? Ja, zurückziehen. Und sich verformt. Und auf den Dornenstrauch aufpassen. So. Und noch einen letzten, einen gelben. Oh, einen gelben Ballon. Ich muss gleich wieder den Park machen. Ja, hoch. Genau. Wer hat dieses Eichhörnchen synchronisiert? Vielleicht ist es ja irgendwas zurückgespultes. Natürlich fliegt dieses Ballonfloß oder was es sein soll, erst los, wenn wir drin stehen. Oh, erstmal gestreckt, ne? Ich folge dir. Ja, ich glaube dir doch. Kontrollpunkt. Boah, alles gefasst. Hallo. Hallo, schöner Tag heute. Weißt du, jeden Moment kann eine große Spinne vorbeikommen und dich fressen. Von einer Spinne gefressen werden? Das wäre doch ein Luxus. Okay. Was ist los? Gefangen in einem Netz ist wohl nicht gut genug für dich, oder? So, und was hast du mir zu sagen? Die Wachen mit roten Helmen haben rote Fotos.
Kein Problem. Ich hänge hier noch eine Weile ab. Oh Mann. Rote Cosco-Steine bei den roten Wachen. Boom, Baby. Oh Gott, gibt doch jetzt Heilung hier. Oh ja. Nimm das. Hotte goldene Münze. Oh ja. Geht ja kaum noch besser. Es locht. Ich muss den Part beenden. Aber hier gehe ich jetzt noch rein. Gut, das eine Kapitel noch beendet. Es gab ein Geheimnis. Ja gut, das findest du ja nicht in den Wänden hier. Viel zu dunkel. Kann ich leider nichts machen. Dschungelnacht, Kapitel 2, 70 Münzen. Ja. Los geht's. Hier beende ich jetzt den Part, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oder, ja, falls ihr weiter gucken wollt, weiß ich ja nicht. Danke fürs Zugucken. Haut rein. Ciao.